Heute zeige ich dir, wie du deinen Hauptgesang ganz einfach und unauffällig verbreitern und damit besser im Mix platzieren kannst. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und die Hauptvocals oder der Hauptgesang sind ja so manchmal so ein kleines bisschen das Problemkind im Mix. Man hat die Musik gut zusammengekriegt und alles scheint gut zu funktionieren. Dann fügt man den Hauptvocal dazu, hat mit Kompressor EQ schon dafür gesorgt, dass er eigentlich frequenztechnisch und von der Dynamik her gut reinpasst. Hat ein bisschen Hall, ein bisschen Delay drauf gemacht. Aber irgendwie scheint sich der Hauptvocal dann doch nicht irgendwie zu integrieren im Mix. Er scheint davor zu stehen. So ein kleines bisschen wird nicht Teil vom Ganzen. Man hat das Gefühl, irgendwie zwei verschiedene Sachen zu mixen. Es gibt einen relativ einfachen Trick, mit dem man dafür sorgen kann, dass die Vocals unauffällig ein kleines bisschen breiter werden. Da braucht man keine Doppelungen für, wie man das sonst so empfehlen würde, sondern es geht mit einem einfachen Trick und wir schauen uns das gleich am Beispiel von Studio One an. Da geht es komischerweise oder glücklicherweise sogar ohne den Einsatz externer Hilfsmittel, also ohne Plugins oder sonstiges. Ich weiß, dass es von Logic auch ganz einfach geht, also ich weiß von Logic, dass es dort ganz einfach geht, nämlich mit Hilfe von nur einem Plugin, das wird sogar mitgeliefert. Und du kannst ja den Weg gleich mal angucken, falls du Cubase oder Pro Tools User bist oder Reaper, Fruity Loops, Ableton Live, was es da auch immer gibt. Und falls du den Weg da auch ganz einfach in deiner DAW nachverfolgen kannst, dann schreib es uns bitte unten in die Videokommentare, denn dann können die anderen User, die es auch mal gerne ausprobieren möchten, unten nachlesen und brauchen sie nicht die Mühe machen, dasselbe herauszufinden. Also wir helfen uns gegenseitig hier in der Recording-Blog-Familie und das finde ich grandios. Wir gehen jetzt gleich in die Session, verpasst danach auf jeden Fall nicht die Frage der Woche, denn da geht es darum, um eine Spezialsituation beim Gitarre-Doppeln, die witzigerweise auch ein bisschen damit zusammenhängt mit dem, was ich dir gleich in der Session zeige, aber da kümmern wir uns dann nach der Session darum. Und falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst, indem du auf den Daumen nach oben klickst. Und wenn es dir nicht gefallen sollte, dann klick einfach zweimal auf Daumen nach unten, dann passt das auch. Aber wir gehen jetzt erstmal in die Session, also los geht's. So, da sind wir schon in der Session. Ich habe hier mal mein beliebtes Cover, mit dem ich schon häufiger mal Tricks gezeigt habe, von Marcella Detroits Klassiker I Believe aufgemacht, das ich ja immer noch nicht veröffentlicht habe. Ich weiß gar nicht, warum ich das noch nicht veröffentlicht habe, aber wahrscheinlich, weil ich es noch nicht so ganz zufriedenstellend fertig gemacht habe. Man kommt ja zu nichts, weißt du ja selber. Wir hören mal kurz rein, wie der Stand der Dinge ist. Wenn du jetzt genau hingehört hast, dann hast du gehört, dass da ein kleines Delay schon drauf ist, dass da schon ein Hall drauf ist, was jetzt gerade ausgelaufen ist. Ich kann es nochmal kurz anspielen. Da kommt die Wiederholung von den Vocals, ne? Mach mal Solo, dann kann man es besser hören. So, hört man es, ne? Aber die Stimme scheint irgendwie vor dem Playback zu stehen und scheint sich nicht wirklich mit der Musik komplett zu verbinden. Auch gerade, wo wir jetzt im Refrain sind, wo es nochmal ein bisschen größer werden sollte. Und da gibt es, wie gesagt, diesen ganz einfachen Trick. Und ich hoffe, dass er in deiner DAW auch ähnlich leicht umzusetzen ist. In Studio One ist es so, ich klicke einfach mit der rechten Maustaste hier auf die Spur, die ich hier habe und dupliziere die erstmal. Hier kann man vollständig duplizieren in Studio One, was großartig ist, weil das nicht nur die Spur mit allen Plugins dupliziert, sondern eben auch mit den Inhalten dupliziert. In Logic gibt es das auch, das Duplizieren, aber da werden die Inhalte ausgelassen. Das heißt, da wird nur der Kanalzug dupliziert. Hier also Spur duplizieren. Dann zoomen wir mal raus. Da haben wir hier schon die nächste Spur drunter und ich brauche sie zweimal. Ich brauche eine Spur für links außen, eine für rechts außen und die Hauptspur, die natürlich in der Mitte bleibt. Das heißt, ich benenne diese hier direkt mal um auf nenne die Pilotvox White für weit. Ne? Nehmen wir, nein, komm, wir nehmen den deutschen Begriff weit links. Und duplizieren diese Spur auch nochmal vollständig und nennen die weit, Doppelklick, weit rechts. Und genauso verschieben wir die dann auch im Panorama. Ich mache den Mixer hier mal ein kleines bisschen größer und nehmen uns mal hier die, das ist jetzt die weit rechts Spur. Das heißt hier, die machen wir mal ganz nach rechts außen und wir machen die linke Spur nach weit links außen. So, jetzt haben wir im Prinzip dreimal die gleiche Spur, nur einmal in die Mitte, einmal links und einmal rechts gepannt. Und die sind exakt gleich. Du siehst ja auch hier, dass die Plugins, die ich alle reingeladen habe, dass die überall gleich sind. Ich brauche nicht alle Plugins für diese Spuren links und rechts außen. Das heißt, dadurch, dass ich das hier nur grob an der Hörgrenze gleich reinmischen werde, muss ich nicht alle Plugins drin haben. Ich lasse mal den Kompressor drin, ich lasse den Equalizer drin. Und was haben wir hier als drittes? Dann haben wir den DSer noch drin, den Twin Tube, der das ganze Material
Signal noch ein bisschen ansättigen soll mit Röhrenpower. Den nehmen wir mal raus. Wir nehmen auch das Delay raus und den Hall raus. Hier ganz unten habe ich als Send noch einen Raum, den lasse ich drauf. Das heißt, das Signal hier von der Stimme ist nur rudimentär bearbeitet. Theoretisch könnte ich sogar die ganzen Plugins rausnehmen, denn ich brauche nur zwei Sachen und die sind bei Studio One noch nicht mal mit einem Plugin zu realisieren. Zum einen muss ich dafür sorgen, dass ich die linke und die rechte Spur ein klitzekleines bisschen verstimme. Das geht bei den meisten DAWs, geht das mit einem Pitch-Plugin, das mitgeliefert wird. Hier in Studio One ist es noch ein bisschen einfacher. Ich kann einfach hier die Inhalte markieren, die ich hier habe, und kann hier links unten im Inspektor kann ich hier die Stimmung beeinflussen. Transponieren bedeutet ganze Halbtöne, klingt ein bisschen komisch. Also hier gebe ich an, wie viele Halbtöne ich transponieren möchte. Ich möchte aber nur ganz klitzekleines bisschen transponieren. Und einen Halbton, den unterteilt man in 100 Cent, also in 100 kleine Einzelschritte. Und von diesen 100 kleinen Einzelschritten eines Halbtones nehme ich mir gerade mal 20. Hier bei Stimmung kann ich das machen. Und da gebe ich einfach mal, ich verstimme mal die linke Seite um minus 20 Cent. Und die rechte Seite, hier, das ist der nächste Kanal, da verstimme ich die Spuren um plus 20 Cent. Auch hier wieder an der Stelle. Da mache ich 20 Cent plus, sodass ich jetzt hier einmal plus und zwar minus 20 Cent habe. Das heißt, zwischen den beiden Spuren ist eine Differenz von 40 Cent. Und gemessen an der Hauptspur in der Mitte sind es dann jeweils 20 Cent. Und zusammen klingen diese Spuren dann so. Ich habe jetzt noch die Lautstärke nicht beeinflusst. Das klingt zusammen ziemlich interessant. Hören wir mal rein. Bisschen phasig, das heißt, die Hauptspur von den Außenspuren ist schon ein kleines bisschen getrennt. Jetzt nehmen wir noch das, was wir neulich beim Haas-Effekt gemacht haben. Falls du das Video zum Haas-Effekt verpasst haben solltest, kann ich es dir hier mal einblenden. Hier, genau, da kann ich es dir hier oben mal einblenden. Findest den Link, kannst du mal draufklicken. Das heißt, wir sorgen nicht nur dafür, dass die linke und die rechte Spur verstimmt sind im Gegensatz zur Hauptspur, sondern wir verzögern sie auch noch ein kleines bisschen. Und ich habe gerade um 20 Cent verstimmt in beide Richtungen. Das heißt, wir machen hier auch einfach mal eine Verzögerung um 20 Millisekunden in dem Fall. Und das kann man auch bei Studio One hier übrigens wie bei Logic auch direkt bei der Spur anwählen. Hier links ist ja der Inspektor, dieses I steht für Inspektor und dann kommen hier eine ganze Menge Informationen. In diesem Fall hier zur Spur Pilot Vox Weit links, das ist ja die Spur, die wir beeinflussen wollen. Und da gebe ich hier beim Verzögern, gebe ich auf der linken Seite minus 20 Millisekunden ein, verzögere also das linke Signal um minus 20 Sekunden, ziehe das 20 Millisekunden, ziehe ich das nach vorne, deswegen das Minus. Und bei der rechten Spur verzögere ich das um plus 20 Millisekunden, gebe hier also 20 Millisekunden ein. Und damit haben wir im Prinzip schon fast alles erreicht, was wir wollen. Das heißt, wir haben die linke und die rechte Seite jeweils um 20 Cent verstimmt im Gegensatz zur Hauptstimme und um 20 Millisekunden aus verzögert, einmal nach vorne, einmal nach hinten. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich schon einen ziemlich breiten Stereo-Effekt haben, wenn wir die drei Spuren solo anhören. Hören wir mal. Give a little bit of love and you get it back. Give a little bit of pain. Problem ist jetzt nur, dass das natürlich so nie geht. Jetzt klingen die Vocals total kacke, ehrlich gesagt. So muss man es schon sagen. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, diese beiden Spuren werden nur bis an die Hörgrenze dazu gemischt und sorgen dann ganz subtil dafür, dass die Hauptstimme in der Mitte zwar immer noch die einzelne Hauptstimme ist, aber von den Seiten her ein kleines bisschen angedickt wird und dadurch insgesamt größer, breiter und konsistenter im Mix klingt. Und das passt natürlich nicht zum Refrain, nicht nur zum Refrain hier an dieser Stelle gut, sondern insgesamt. Das machen wir jetzt aber mal, indem wir jetzt hier die beiden Spuren ausgewählt haben und dann einfach mal die Lautstärke hier runterregeln und jetzt im Mix, also mit allem zusammen, so weit dazu regeln, bis wir das Gefühl haben, oh, jetzt fängt es an aufdringlich zu werden, also das Signal, was wir dazu mischen, oder es fängt an phasig zu klingen. Das wollen wir natürlich auch nicht. Also hören wir mal, machen wir mal nach Gehör. Ich glaube, das ist jetzt so ungefähr das, was ich jetzt hier dazu mischen würde. Wir haben jetzt hier minus 10,7 dB habe ich jetzt ungefähr dazu geregelt. Da musst du mal gucken, wie das bei dir genau passt. Interessant ist, wenn ich das jetzt wegnehme, scheinen die Hauptvocals sofort wieder ein bisschen schmaler zu werden, kleiner und ein bisschen mehr sich vom Playback abzusetzen. Und wenn ich es dann wieder dazu schalte, dann merkt man sofort, ah, das ist ein cooler Effekt, der nicht aufdringlich ist, nicht offensiv, also nicht wirklich wahrnehmbar, nur eben, wenn du ihn wegschaltest. Wir hören mal, wir lassen es erstmal mitlaufen, ich schalte es da mal weg. Achte mal drauf, was passiert. Forever.
Bisschen weniger noch. Hau weg. Und dazu. Also die Stimme wird ein bisschen größer, ein bisschen breiter, unauffällig. Das heißt, man weiß nicht genau, warum es ist. Wenn ich es wegschalte, fehlt was. Wenn man es dazu schaltet, ist es cool. Von daher genau das, was wir brauchen. Und wie gesagt, wir brauchen nur zweimal noch das Gleiche. Wir müssen die eine Seite ein bisschen verzögern und ein bisschen verstimmen und die andere auch ein bisschen verzögern und verstimmen. Natürlich unterschiedlich. Und dann kriegt man diesen schönen Effekt hin, dass die Stimme größer klingt, sich besser in den Mix integriert und trotzdem, dass es kein auffälliger Extra-Effekt ist, den man mit einem teuren Plugin kaufen muss. Ich finde es klasse. Und jetzt rüber zur Frage der Woche. Also, los geht's. Super Trick, wie ich finde, und vor allem super einfach anzuwenden. Also wirklich mit einem kleinen Kniff kann man dafür sorgen, dass die Stimme ein bisschen breiter ist, sich ein bisschen besser einfügt und damit larger than life, also größer als das Leben uns eigentlich die Stimme schenkt, klingt. Also, wenn es so einfach ist, warum nicht immer sofort anwenden? Kommen wir zur Frage der Woche. Die kommt heute von Chris und Chris schreibt: Hallo Jonas, ich verfolge deine Tipps nun schon eine Weile, da sie mir immer sehr weiterhelfen. Sehr gerne, Chris. Freut mich, dass es dir hilft, weil ich habe gestern gesehen, dass ich knapp 300 Videos schon, nein, nicht knapp, dass ich 300 Videos, dies ist also das 301. Video, was ich mache. Also Applaus mal eben für die Community, dass wir es soweit geschafft haben. Großartig. Chris schreibt weiter: Letztens habe ich dann versucht, meine Akustikgitarre in einem Song zu doppeln und auch dazu ein sehr hilfreiches Video von dir gefunden. Eine Frage habe ich aber doch mal, die mich quält. Wenn ich versuche, Gitarre zu doppeln, habe ich immer Phasenprobleme. Ich bin nicht der weltbeste Gitarrist, aber so schlecht spiele ich nun auch nicht. Man macht sich doch die Unterschiede dabei eigentlich zunutze, oder? Selbst wenn ich eine der beiden Spuren dann editiere, bekomme ich die Phasenprobleme nicht 100% in den Griff. Übersehe ich dabei etwas? In deinem Video habe ich gesehen, dass du eine Hauptspur in der Mitte lässt. Das habe ich auch probiert. Danach war es zwar besser, aber nicht wirklich weg. Schalte ich den Mix auf Mono, klingt die Gitarre phasig. Ich hoffe, du kannst mir helfen und freue mich, von dir zu lesen. Beste Grüße. Gruß zurück erstmal, Chris. Und du beschreibst da ein Problem, was ich tatsächlich auch häufiger mal habe. Denn bevor man aufnimmt, da fängt man ja erstmal an, ein bisschen zu üben. Ne? Man möchte das ja im Idealfall im One-Take, also mit einem Schuss direkt aufnehmen. Und wenn man das dann so 4-5 Mal geübt hat, dann ist man im Timing, also wenn man jetzt nicht hauptsächlich mit der Technik der Gitarre beschäftigt ist, dann ist man im Timing so gut, dass man zweimal hintereinander sehr, sehr identisch spielen kann. Das sorgt natürlich dafür, dass beide Signale sehr, sehr identisch sind, vom Timing, vom Sound, von allem irgendwie, ne? Denn man hat ja das Mikro nicht getauscht, die Gitarre nicht getauscht, die Mikroposition nicht getauscht, alles nicht, und man ist im Timing noch so gut. Das heißt, das echte Doppeln, das, was man sich eigentlich zunutze machen möchte, nämlich die feinen Unterschiede zwischen den beiden Sounds, sind tatsächlich so gering, dass das eher zu Phasenproblemen führt. Das klingt also nicht wirklich gedoppelt, sondern es klingt phasig. Es gibt eine ganz einfache Methode, du schreibst hier von der Akustikgitarre, aber das geht natürlich bei einer E-Gitarre auch, indem man einfach versucht, beim Doppeln ein paar Sachen zu ändern. Das heißt, man spielt natürlich dasselbe, ne? Aber man wechselt zum Beispiel ein bisschen die Position vorm Mikrofon. Oder man wechselt das Mikrofon selber aus. Oder man hat den Luxus, dass man sogar eine andere Gitarre hat. Und ich neige sogar dazu, wenn ich wirklich zu nah dran spiele, dass ich mir zum einen beim Einspielen der neuen Spur die andere Spur nicht aufs Ohr gebe, damit ich mich nicht daran orientiere. Und manchmal mache ich sogar so, dass ich die zweite, also die Doppelungsspur, erst am nächsten Tag einspiele. Dann habe ich nämlich vergessen, wie ich mich am Tag vorher darauf eingestellt habe und kann dann nochmal frisch spielen, natürlich ohne zu hören, was die Gitarre vorher gespielt hat. Und dann kriege ich tatsächlich so diese feinen Unterschiede hin, die wirklich dafür sorgen, dass es eben nicht im Phasing landet, sondern dass es tatsächlich wie zwei gedoppelte Gitarren klingt. Also sorgt auf jeden Fall dafür, dass du einen unterschiedlichen Sound in beiden Spuren hast. Ne? Also wenn du die Gitarre nicht wechseln kannst, wie gesagt, Mikrofon austauschen, Mikrofonposition austauschen, die, dafür sorgen, dass du vielleicht auch schräger zum Mikrofon sitzt oder so, vielleicht einen Tag dazwischen Zeit lassen und dann probier mal aus, ob das wirklich funktioniert. Das Schöne ist, dass dieser Trick auch funktioniert bei E-Gitarren. Und witzigerweise, das, was wir ja gerade in der Session gesehen haben, diese zwei leicht verstimmten Spuren, die wir dann leicht nur bis zur Hörgrenze dazu gemischt haben, das ist ja im Prinzip das Problem, was wir hier auch haben. Wenn du die beiden Spuren nur alleine hören würdest, ohne die Hauptspur in der Mitte, dann hättest du tatsächlich auch nur dieses Phasing zwischen den beiden Gitarren. Deswegen mischen wir das bei der Session, bei dem Trick, den ich dir gerade gezeigt habe, mischt man das nur leicht bis zur Hörgrenze dazu. Wenn du aber wirklich diesen Effekt, diesen Doppelungseffekt haben willst, wo man wirklich hört, dass mehrere Gitarren gleichzeitig spielen, diesen breiten Effekt haben, dann musst du es tatsächlich mehrfach einspielen und dann nutzt es nichts. Du musst dafür sorgen, dass sie leicht unterschiedlich spielen. Wenn du dir die Mühe nicht mehr machen möchtest, um das nochmal neu einzuspielen, dann sorg vielleicht mit dem Equalizer dafür, dass du dafür sorgst, dass auf der einen Seite
Seite vielleicht eine Frequenz angehoben wird, die auf der anderen Seite abgesenkt wird und umgekehrt, dass du so ein bisschen Unterschiede zwischen den beiden Sounds hinkriegst. Vielleicht verstimmst du die eine Seite auch ein kleines bisschen und machst das, was wir gerade in der Session auch gemacht haben, verschiebst die eine noch ein paar Millisekunden nach hinten oder nach vorne. Auch damit solltest du eine Trennung hinbekommen. Und wenn es dich in Mono stört, ja, also wenn du die beiden Spuren tatsächlich in Mono abhörst und es dich stört, das kann schon phasig klingen. Aber wenn du dann noch, sagen wir mal, ein Schlagzeug oder Percussions oder ein Gesang oder sonst was dazu machst, dann wird es schon bei weitem nicht mehr so auffällig sein und wie sagt man so schön, im schlimmsten Fall versendet es sich. Also mach dir nicht so große Sorgen darüber, wie es in Mono klingt, sondern sorg dafür, dass es für dich in Stereo gut klingt, denn dafür machen wir das ganze Jahr. Und ich weiß, ich bin derjenige, der immer predigt, sorg dafür, dass es auch im Mono gut klingt. Richtig, aber achte nicht, also häng dich nicht an irgendwelchen Kleinigkeiten auf. Wenn die Gitarre zu hören ist im Mono und ein bisschen phasig ist, der Hauptgesang zieht die Aufmerksamkeit auf sich und kein Mensch achtet darauf, ob die Gitarre ein bisschen phasig ist oder nicht. Das weißt nur du. Also mach dir keine großen Sorgen. Versuch mal, die unterschiedlichen Sounds hinzukriegen. Wenn du da draußen auch einen Tipp hast, wie du dafür sorgst, dass du eben dieses Phasing nicht hast, wenn du die beiden gedoppelten Spuren zusammenmischt in Mono und dann abhörst oder vielleicht eine andere Methode zu doppeln hast, in der du wirklich dafür sorgen kannst, dass die beiden Spuren so getrennt voneinander klingen, dass man wirklich diesen geilen, fetten, breiten Sound hat, dann schreib es uns unten auch in die Videokommentare rein. Würde ich mich freuen, von dir zu lesen und vielleicht da auch was zu lernen, was ich vielleicht demnächst auch in einem Video erzählen könnte. Wäre ja toll, wenn ich dich dann mal erwähnen könnte und dann mal schreibe, hier, den Trick habe ich von Peter aus Buxtehude gekriegt. Wäre doch schön, ne? Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche. Achso, darauf hinzuweisen, falls du noch nicht abonniert haben solltest, würde ich mich freuen, wenn du das jetzt noch eben nachholst. Mit einem Klick auf den Abo-Button wirst du Teil der Recording-Blog-Familie und verpasst auch nicht, wenn das nächste Video rauskommt. Zumindest nicht, wenn du auf die Glocke neben dem Abo-Button klickst. Dann kriegst du auf jeden Fall einen Hinweis, wenn das nächste Video rauskommt oder wenn ich mal wieder live mische. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou.